68. Minute, neuer Spielstand 1:2. Torschütze für den Gast aus Nettingen war die 9, Timmy Martin. Wechsel der SSV für Tom Patrick Schüppel und Pierre Eibarger. Danke für eure Leistung hier. Guten Einsatz. 9 Spiele mit der 8. Marco Geiser mit der 23. Und der 8. Ja, Glückwunsch zum 3:2-Sieg. Ganz kurzes Statement nach dem Spiel. Unglaublich glücklich mit den 3 Punkten dann. Gute Reaktion des Teams nach dem 1:0-Sieg letzte Woche, jetzt ein 3:2, was unglaublich wichtig war, nach dem 1:2-Rückstand nochmal zuzukommen mit 3:2. Wir hätten dann noch die eine andere Chance nochmal das Ergebnis zu erhöhen. Muss aber sagen, wir hätten auch ein bisschen Glück halt in der Defensive dann die zweite Halbzeit, dass wir die eine andere Chance dann zugelassen halt haben, aber im Endeffekt 3:2 Sieg und 3 Punkte. Das war's zählt. Michael, 2:3 verloren. Ich sag mal, es war ein komisches Spiel. Ja, war komisch. Also wir haben am Anfang ist eigentlich alles aufgegangen. Wir haben eigentlich relativ sicher aus der Ordnung gespielt. Wir haben eigentlich 1-2 gute Ansätze gehabt in den ersten 20 Minuten. Mit ein bisschen mehr Präzision, Passgenauigkeit hätten wir da schon durchschießen können. Bekommen dann vor der Halbzeit ein Tor, okay. Wir haben es weggesteckt, wir sind in die Kabine, Mund abgeputzt, sind sehr gut aus der Kabine rausgekommen, haben richtig Druck gemacht, haben 2-3 Mal unglaublich Pech gehabt. Einmal der Torwart aus super gehalten, Dobros frei vom Tor, Torwart holt ihn raus oben. Das hätte eigentlich schon 1-1 sein müssen und dann machen wir es 1-1 überragend. Durch die Niklas Einzelleistung machen dann das 2-1 direkt auch, weil wir weiterhin Druck machen. Und dann war eigentlich das Ding fast schon gefühlt eingetütet. Ja? Und dann hast du gedacht, jetzt fällt erst 3-1 weh. Und dann machen wir natürlich durch einen eigenen Fehler, kriegen wir halt ein Tor. Die Mannschaft ist dann mal kurz in der Schockstarre gewesen, kriegt sofort das Dritte. Und ist aber dann wieder zurückgekommen und hat dann mit Jimmy nochmal eine Wahnsinnschance am Millimeter am Tor vorbei, am langen Pfosten, wie sein Tor eigentlich. Und dann machen wir noch einen Eckball, Innenpfosten, Kopfball ins Dreieck. Das wäre auch nochmal das 3-3 gewesen. Also die Mannschaft hätte heute auf jeden Fall das 3-3 verdient gehabt. Insofern ja, es war ein komisches Spiel. Aber zum Komischen haben wir eigentlich auch unseren Anteil gehabt. Also wir haben den Gegner halt ein bisschen auch eingeladen. Man sagt immer so schön Gastgeschenke. Ich glaube, wir haben einige verteilt heute. Aber ich denke, die spielentscheidende Szene letztendlich war schon mit das 2:2. Ich glaube, das weiß der Timo auch, das ist passiert. Aber in dem Moment dachte ich auch, die Sache ist eigentlich durch. Ja, also klar, das hat er
offensichtlich war das ein Wirkungstreffer. Also wir waren, wir haben den Ball sicher und spielen natürlich dann zu kurz zum Torwart aus einer sicheren Position heraus und das passiert halt. Aber ja, was will ich sagen, man hätte es ja trotzdem noch biegen können. Fehler passieren halt und es gehört zum Fußball dazu. Ja. Also Mund abputzen, weiter geht's.